So, erstmal wieder den Buff starten und dann gehen wir wieder weiter. Oh. Und da waren schon die nächsten Gegner. Schmerz. Oh, der hat mich weggehauen. Okay, nochmal. Diesmal vielleicht mit einem anderen Blitzzauber. Und überhaupt könnte ich mal... Ach komm, was soll's. Ich hau dir mit der Armbrust platt. Wer ist da? Ja! Das hätten wir geschafft. Der Bauplan, den brauchen wir. Alles andere ist nebensächlich. So. Oh, hier kriegen wir echt mehr Seelensteine, als ich dachte. Gut, und dann können wir hier nämlich jetzt raus. Ja, oder wir müssen noch einen riesigen Gegner bekämpfen, wenn ich das richtig sehe. Probieren wir mal Blitz aus. Zack. Der hat wirklich das Tor bewacht. Aber hat er noch mehr bewacht? Heldenmut kennen wir auch noch nicht. Aschehaufen. Was habe ich da denn erwischt? Kann sein, dass ich das gewesen bin. Wow. Krass. Ich konnte es öffnen. Okay, wo führt es denn hier lang? Schwarzweite? Oh oh. Hier waren wir doch schon. Ja, hier waren wir schon. Schwarzweite brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Oder vielleicht doch, wir können es doch erkunden. Erkunden wir Schwarzweite. Jetzt, wo wir hier sind. Das öffnet hier den Mechanismus. Damit kommen wir wahrscheinlich wieder nach oben, ne? Ja, damit können wir ganz raus.
Schwarzwald ist so der. Boah, hier gibt es sogar Riesen. Sogar der unterirdische Punkt, der ja, den Fallmann gehört. Hier leben die. Oh. Wollte ihn jetzt eigentlich nichts tun, aber gut. Er wollte kämpfen. Ich glaube, hier waren wir schon. Hier sind so verdächtig wenige Leute. Noch mehr? Das wird doch eine Lehre sein. Ja, hier sind noch mehr. Die Sonne praktisch hier unten eingefangen. Sieht zumindest aus wie eine Sonne. Kann man überhaupt das Geheimnis hier ergründen? Hier unten das Licht. Ja, hier geht es so sehr rein. Also hier Debate Hall, also Debattierungshalle kann man fast sagen. Also so eine, ja, so eine Halle der Konsultation. Tut ja auch keiner. Ach, die haben so wenig Leben, die werden von dem Zauber noch mit weggeschossen. Das ist extrem. Na gut, ich kann Gold gebrauchen. Ich werde nicht geizen, da was abzuzweigen. Hier geht's wieder raus, gut. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Tanz im Feuer wird einfach nur ein Buch bewacht. Ist alles hier oder was? Ne, hier geht's noch weiter. Ja, hier geht's noch eine Etage höher. Was auch zur Schwarzweide geht. Aha. Ich will mehr über die Sonne da oben erfahren. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Sehr gut. Pumpwerk. Hey, ihr sollt mich nicht verzaubern.
Tu ich auch nicht. Ist das, würden die gegen eine Wand laufen, so fühlt sich das wahrscheinlich für die an. Ich sehe nix. Selbst mit Licht sehe ich nix. Oh, es ist ja extrem dunkel. Stille Stadt, Katakomben. Woher seid ihr gekommen? Das wird euch eine Lehre sein. Wer ist da? Ja. Es ist mir geschafft. Das Gefühl, die Farbe entweicht hier so langsam aus der Welt. So sieht es zumindest hier aus. Au. Noch einer. Oh, recht wenig Magicka gerade. Woher seid ihr gekommen? Ist, glaube ich, eine überflüssige Frage hier. Gott, hier geht es auch nur nach unten. Das ist also eine Unterwasserwelt auch noch. Oh. Ja, das tut weh. Was hat denn der Hebel jetzt gemacht? Bin mir noch nicht mal sicher, ob ich hier überhaupt jemals war. Geodenader, was ist denn das bitte? Boah, hier gibt's Seelensteine. Das ist eine Ader für Seelensteine, das sehe ich auch zum ersten Mal hier. Ho. Die Dunkelheit macht mir nichts aus, aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Hier geht's auch wieder zur Schwarzweide zurück. Wow. Bin aber noch nicht fertig. Hier gibt's noch mehr zu sehen. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Ausweg gefunden. Den gab's hier. Das Feuer blendet echt stark.
Sie überlastet hier fast den HDR-Effekt. So, dafür ist die da. Können wir nämlich unter Wasser laufen. Ohne Gefahr zu laufen, jetzt hier zu ertrinken, und können uns hier in Ruhe umschauen. Aber ich habe mir gedacht, dass es hier nichts gibt. Deswegen gehe ich jetzt auch wieder weiter.